Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xayah 2. In der letzten Folge haben wir Rowans Geschichte in Nummer 4 abgeschlossen. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, ein bisschen zu pokern, falls das klappt. Und ja, der Typ hat zwar ein gutes Pokerface, aber wir haben ein besseres. Er kann unmöglich lesen, was wir gerade auf unserer Hand haben. So, mal gucken, ob das klappt. Ja, Glück versuchen. Ja, Jetonzahl 0. Hey, ihr habt gar keine Jetons. Ihr müsst euch zuerst ein paar Jetons besorgen. Ihr könnt sie beim Bahnmann dort kaufen, aber ihr werdet sie bald wieder los, weil ich euer Kartengeber bin. Okay. Schon sagen, irgendwo muss man noch welche haben. Gegen Preise umtauschen. Was gibt's eigentlich für Preise? What? Zocker. What? Ich kann die Kostüme kaufen. Meine Güte. Solito-Erz. Das sind hier Dingens. Katzenspielzeug. Goldwürfel. Silberwürfel. Freundschaftstränke kann man hier. Puh, 20.000. Laufende Nase, Teufelsschwanz. Und ja, alles finden kann, sehr gut. Ausbrechender Geysir, Teufelsflügel, Nimbus, legeres Outfit, Fürstin Xillia Outfit, was? Ohne Jacke 2, Zockerfrisur. Sehr gut. Wow. Jetons kaufen, wie viel kosten die denn? Ein Jeton, 10 Galt, also 100 Jetons. 1000 Gold kaufen, okay, ja. Mal gucken, dann mal los. Hey, da ist die gleiche Musik wie in Tales of the Abyss. Pokerregeln, mach mal einfach nochmal. Ist halt Poker vertraut, aber guck mal. Willkommen dazu, indem du 5 Karten deiner Hand tauscht und sortierst. Der Gewinn wird in Jetons ausgezahlt. Das Kartenspiel umfasst 54 Karten. 52 Karten plus 2 Joker. Wähle eine oder mehrere Karten, die du tauschen möchtest. Hast du einen Pokern, kannst du den Einsatz verdoppeln. Beim Verdoppeln musst du raten, ob die nächste Karte höher oder niedriger ist als jetzt. Hast du recht, verdoppelt sich das dein Gewinn. Du kannst 8-mal in Folge verdoppeln. Werden 2 gleichwertige Karten aufgedeckt, gilt das als Niederlage. Der Kartenwert beim Verdoppeln entspricht dem Kartenwert. Ja, das ist genau wie in Tales of the Abyss. Da habe ich so leicht irgendwie Jetons bekommen. Objekt verwenden. Nee, Einsatz machen. Wie viel muss ich denn setzen? Setz mal erstmal 10. So. 3, 4, 5, 6. Können wir schon eine Straße haben, oder? Wie kann ich den jetzt. Wie kann ich den jetzt sagen weiter? Alle Karten auswählen, Karten tauschen. Eine Straße, jawohl. Seht ihr? So einfach geht das. Nee, lass mal erstmal. So. Hier haben wir. Ich will alle behalten, dann haben wir ja immer genau das gleiche, ne? Flush, ja. Sehr gut. Einsatz verdoppeln, ja. Höher oder niedriger? Höher. Hey! So, ganz einfach. Setzen 10. 5, 5, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Ein paar. Unentschieden. Einsatz machen, okay. Aber das ist jetzt nicht für einige zu kompliziert, die jetzt nicht pokern können oder so. Kann ich eigentlich auch nicht auswendig, aber ich tue ja das, was ich kann, irgendwie umsetzen. War zum Beispiel blöd hier wieder. Nehmen wir ein paar. Kann man die wegpacken. Vielleicht kann man noch ein paar oder noch mal 2 oder so. Keine Ahnung. Also hier kann man eigentlich sehr schlecht irgendwie verlieren, finde ich. Ja, oder ein paar. Nein, schon wieder nur ein paar. Nein. 4, 5, 6, 7, 8. Warte mal. Ein paar. Ich mache ja gar keinen Gewinn mehr. 1, 2, 4, 5. Verdammt. Ich mache ja gar keinen Gewinn mehr. So, eine 7, ein 3er, okay. Drilling meine ich.
So, verdoppeln. Niedriger. Ja, höher. Verdammt. Hä? Das ist doch. Nochmal höher. Höher. Verdammt. Und schon ist das Geld wieder weg. Ja, dann kann ich offscreen ruhig anfangen. Ja, dann werde ich offscreen auf jeden Fall sehr oft machen. Da wird mir auch nicht langweilig, finde ich. Was habe ich gemacht? Ich habe jetzt irgendwie random irgendwas gemacht. So. Mal so. Drilling, jawohl. Die Roan ist eine Königin. Niedriger. Was? Verdammt, ein Joker. Verdammt. Zwei, vier. Ja, mach mal alles weg. I don't know what I'm doing. Noch ein zwei vielleicht? Ein paar. Sagen wir immer ein paar, können wir eigentlich nicht verlieren. Eine 9. Noch eine 9 vielleicht. Zwei Paare, jawohl. Und verdoppeln. Höher. Jawohl. Höher. Jawohl. Höher. Was? Das ist doch kleiner als alles. Da wurde wahrscheinlich am Anfang geklärt, ne, aber ich habe wieder nicht aufgepasst. Ja, ich bin ja immer noch im Gewinnbereich, ne? Ein paar, yay. Sollen wir irgendwie mehr setzen, ne? Ja, mache ich offscreen. Werde ich wahrscheinlich die ganze Zeit laden und so. Machen wir 30. Zum Beispiel hier. Ein Drilling, jawohl. Nein. Erstmal wieder ein bisschen sparen. Hey, perfekt, wieder ein Drilling. So, verdoppeln. Höher. Verdammt! Ey, um eine. 4 für 4, jawohl. Bams. Und schon wieder drin, ne? Höher. Jawohl. Nochmal. Niedriger. Verdammt! Ey. Weiß ich nicht. Ja, das kann ich nicht mehr schaffen. Damit werde ich mich offscreen auf jeden Fall sehr viel beschäftigen. Verdammt. Ja, wahrscheinlich werde ich das jetzt so lange machen, bis ich... Verdammt. Ne. Damit ein paar, jawohl. Das Wort ist gemacht, egal. Damit ein paar, jawohl. Meine Güte. Also ich werde auf jeden Fall eine Menge Jetons haben in der nächsten Aufnahme, wenn man alle ausgeben. Alles Mögliche. Weiß ich nicht. Das war ein bisschen blöd. Rückblickend betrachtet. So. Noch eine 6. Verdammt. Jetzt will er halt irgendwie nicht mehr. Ein Drilling. Wow, das war sehr viel Glück. Yay. Höher. Jawohl. Und schon haben wir wieder eine Menge Gewinn gemacht. Zack. Höher. Jawohl. Höher. Jawohl. Höher. Jawohl.
Das geht doch. Allein wegen diesen Verdopplungen hat man schon sehr viel Möglichkeiten, ja, Jetons zu bekommen. Dann habe ich den Test auf der bis auch so oft gemacht. Boah, wenn ich aber eine Menge Zeit mit verbringen. Oh, geil. Niedriger. Jawohl. Höher. Jawohl. So, für 1000 Jetons. Kann man dafür irgendwas gebrauchen? Kann man halt für irgendwas ausgeben? Ich glaube nicht, ne? Eine Zockerfrisur oder so. Gar nichts, verdammt. Ne, für nix. Na gut, dann weiß ich nicht. Poker, okay. Oh man, I was this close to winning. Wow, Leia. I really can see everything you're thinking written plain across your face. And I can't see anything on yours. Always so perfectly calm. It's super creepy. There's nothing creepy about that. That's what's known as a poker face. In the game of poker, your expression can be every bit as crucial as the cards in your hand. Then the one with the best poker face of all of us has got to be Gladys. I'll die before I let you steal this pot, Rowan. Or maybe not. Yeah, as soon as he thinks he's about to lose, his expression turns incredibly menacing. Gaius's problem is that he simply cannot stand to lose. Are you in or are you out? Toy with me, old man, and it will be the last thing you ever do. Wow, he is intense. A pity that intensity isn't justified by his cards. Did you say something? Rowan, no table talk. Such tension. I'm trembling with excitement. Nur so aus Interesse, wie viel brauche ich? Ich will auf jeden Fall die ganzen Outfits haben. Also da brauche ich schon mal 20.000, 30.000, 80.000, 85.000. Ja, so mit 100.000 oder so kann ich auf jeden Fall rechnen. Sehr gut. Dann gehen wir zum Labari-Kessel. Weil da wartet immer noch dieses eine Viech. Und ich sollte vielleicht erstmal gucken, wen ich mitnehme. Ich nehme auf jeden Fall ein sehr starkes Team diesmal mit. Elvin, Jude, ja. Mal das. Weil bei dem Viech verstehe ich eine Sache nicht. Und zwar ist es nicht immun gegen alles, es ist irgendwie absorbiert es alles. Was soll ich denn gegen das Viech machen? Das verstehe ich irgendwie nicht so. Da werde ich ja sehen. Vielleicht mache ich das Viech jetzt auch fertig, wer weiß. Ich meine, wann habe ich irgendwie den Auftrag schon... Wann habe ich das Viech das letzte erste Mal begegnet? Wann bin ich da zum ersten Mal begegnet? Keine Ahnung. Also mal gucken. Vielleicht machen wir es ja jetzt fertig, keine Ahnung. Auf jeden Fall absorbiert jeglichen Schaden. Sogar von Waffen und so. Was bleibt denn dann noch übrig? Ja, ne, dann bleibt doch eigentlich nur noch Chromatus übrig, oder? Was wir machen können gegen das Viech. Weil das ist ja gar nichts. Ne. Ist ja weder Schlag und all irgendwie sowas. Ich weiß nicht. Welcher sehen? Whoops. Ja, ich habe immer noch das Outfit auf. Aber mit dem Programm werde ich mich offscreen sehr viel befassen. Also scheiß auf die ganzen Missionen und so, die ich noch machen muss. Ja, sowieso für die nächste Aufnahmesession noch alles mögliche machen, weil ich möchte in der Story weitermachen. Und bevor ich weitermache, möchte ich noch mal so die ganzen kleinen Sachen hier erstmal erledigen. Und dazu zählt auch dann, ja, dann die ganzen Missionen zu erledigen, die noch übrig bleiben. Das Kolosseum, da müssen wir auch noch irgendwann machen. Das können wir, glaube ich, nach dem Boss machen, nach dem finalen Boss. Oder
So, habe ich noch Dingens? Nö, habe ich nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, verdammt. Egal. Was ist mit dem Typen los? Na, komm her.